Die Leute hassen diese Walkies einfach. Das ist zu witzig. Also, wie kann man das auch sympathisch finden? Jetzt ehrlich, also diese Wokisten, die haben so eine elitistische Ideologie, also eine Ideologie, die sich nur in der gesellschaftlichen Elite durchsetzen will, die gar nicht dafür gemacht ist, sich in der breiten Masse durchzusetzen. Deswegen hassen die auch Populismus so sehr. Populismus ist da was ganz Böses und das versuchen die da negativ zu framen. Aber Populismus im eigentlichen Sinne des Wortes heißt ja einfach nur, sich für die Interessen des Volkes einzusetzen. Und das ist etwas, das können die Wokies überhaupt nicht Ich ab. glaube, man muss halt Teil. Ja, ich glaube, man muss einfach Teil von ihnen sein, damit man versteht, also warum man so ist. Wenn du außerhalb von dieser Woken-Blase bist, dann merkst du erst, wie furchtbar toxisch die sind. Wenn du aber drin bist, dann ist das irgendwie, dann geht das einfach selbstverständlich. Also das ist einfach, weil sie sind ja diejenigen, also denen sie wohlgesonnen sind, zu denen sind sie ja auch sehr, sehr charmant, ja, und sehr empathisch. Aber wehe, du bist nicht Teil ihrer Blase, dann. Ja, so eine gewisse moralische, ja, Selbstverherrlichung, die ist in diesem akademischen Bürgertum, glaube ich, auch weit verbreitet. Also der Wokismus, der hat da einen perfekten Nährboden, wo er sich ausbreiten kann. Das ist erstmal junge Generation, die wenig materielle Sorgen hat, also so eine ganz dünne Schicht der Gesellschaft, die aber moralisch sich über allen anderen stehen sieht. Und da hast du halt diese Ideologie, die sehr viel Anklang findet und die auch sehr gut zur Radikalisierung geeignet ist, wie wir es hier anhand unserer ganzen Twitch-Wokisten sehen. Also Dekadent hat zum Wahlbetrug aufgefordert, Dara will das Recht in Angst und Schrecken leben, Shoyuka lässt wie wild andere Streamer bannen, die sie mal kritisieren. Also was soll man dazu sagen? Das sind keine Demokraten, die so etwas machen. Warum beschweren sich eigentlich alle immer über mein Mikrofon? Ich lese es gerade schon wieder im Chat. So schlimm ist das doch gar nicht. Das hat über 100 Euro gekostet. Meine Güte. Das ist das wichtigste Thema, womit sich die Politik auseinandersetzen soll. Und dann ist die Frage, ja, wann denn nicht mehr? Niemand geht um ein Schnitzel! Deinen gesamten Monatslohn von YouTube. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Weil wir keine perfekte Welt haben werden. Nee, du darfst das gerne, du darfst Niemand gerne. geht um ein Schnitzel! Was denn? Skix wollte direkt Konkurrenz machen. Und hat nochmal 10 Subs dagelassen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Hat Random Kai eigentlich einen VIP? Nee, hat er gar nicht. Wo kommt das denn? Mit Stolz. Übrigens, Fun Ganz Fact, fromm Tobias kennengelernt. Huch Da hat er mich nämlich. ist VIP bei Dara. Ja, die progressiv-neoliberale Koalition. Obwohl der sich ja auch Ja, mit das ist die. Shoyuka gestritten hat, glaube ich. Ja, es ist. Aber Dara ist ja auch Persona non grata bei ihr und ja, von daher. Ist doch, wie das läuft, ne? 220.000 Follower, 80.000 Follower, 70.000 Follower, 7.000 Follower. Naitan, wo? Ja, Naitan gehört nicht dazu. Naitan ist halt einfach nicht so ein krasser Influencer wie ich. Der hat noch nicht so Welle gemacht. Aber ich weiß nicht, was, hab nichts dagegen. Das ist halt das. Deswegen, Hakon, der ist zwar da, der hat. So, was wollte ich denn? Was Ich wollt wollte ihr denn? Probleme hast in der Gesellschaft, ne? Davon haben wir Zigtausende, ja, und Hunderttausende. So, hast du zum Beispiel ein Problem irgendwo im Steuerrecht? Ja, das Steuer, weiß nicht was, Steuererklärungen sind zu kompliziert. Okay, das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Kannst du ansprechen. Aber ob das jetzt die Top-Priorität der Politik gerade sein sollte und wir in jeder Talkshow darüber reden sollten, wie kompliziert das Steuersystem ist, ist eine andere Frage. Es könnte ein Problem auch geben mit der Abfallbeseitigung. Es könnte ein Problem Moment, geben, ich spule dass mal ein an bisschen weiter. Schulen Also, zu Top-Priorität der hat ein Politik ist, Problem wie mit gesagt, Inhalten. meiner Meinung nach ist aktuell die Kriegstreiberei, die Aufrüstung, der Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also die aktuelle westliche Außenpolitik, das ist aktuell das akuteste Problem und da muss man dringend etwas gegen tun, wenn man die Abwanderung in unserer Industrie und die weitere Verarmung der Bevölkerung bekämpfen will. Das ist jetzt das, was unmittelbar am schärfsten bekämpft werden muss. Und da braucht man natürlich eine andere Sozial- und Wirtschaftspolitik, das versteht sich von selbst. Aber das sind die akutesten Probleme, die sich aktuell immer weiter verschärfen und wo die Politik auf jeden Fall was gegen tun muss. Ne, die letzte Generation wird finanziert von irgendwelchen sehr reichen Leuten. Ne? Deswegen haben die auch die Möglichkeiten, immer wieder sich da freizukaufen.
Ne, so die Gefängnisfreikarte und so weiter, kommen aus dem Gefängniskarte zu haben. Aber. Das ist, also dadurch sind die, also das heißt. Aber wer diese reichen Leute jetzt namentlich nennt, der ist ein ganz böser rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker. Und wer dann fordert, dass Deutschland souverän entscheidet, dass die Finanzierung von NGOs aus dem Ausland vielleicht mal ein bisschen eingeschränkt werden sollte, der ist dann auch noch ein Reichsbürger und Demokratiefeind und alles Mögliche. Oder was wir daran jetzt sagen. Also das sind ja die, das sind ja die Angriffe aus dieser Bubble, die dann kommen, wenn man sagt, wir sollten vielleicht mal gucken, was für NGOs hier aus dem Ausland in Deutschland finanziert werden und ob das so gut ist. Dass die reichen Leute, die dahinter stehen, die sind höchstens Idioten. Aber das ist keine Verschwörung von denen, damit man Klimaschutz hat. Nee, ich hab mit diesen Normalen auf der Straße. Wie wir alle, ja genau, Ölmilliardäre finanzieren die letzte Generation. Die denken, sie wollen bestimmt nur die Welt retten. Das heißt, der hat keine Interessen. Das ist einfach so, huch, ein paar Millionen dahergegeben, ja. Passiert halt. Leuten auf der Straße tatsächlich ziemlich viel Zeit verbracht, weil ich auch auf der Straße geklebt habe. Ja, er ist halt bei der letzten Generation. Er gehört, glaube ich, sogar teilweise zum Orga-Team und in Deutschland. Also nicht zu dem ganz oben. Frag mich, wieso diese letzte Generation so unbeliebt ist. Übrigens Orga-Team, aber ist auf jeden Fall sehr involviert. Mit diesen Leuten dann geredet habe. Warum positioniert er sich gegen die letzte Generation, versteht das nicht, weil es hart wäre, sich für die letzte Generation einzusetzen. Und am Ende des Tages geht er immer bei den Rechten mit. Bei allem, was die Rechten tun. Also, nur mal so. Also mit den Straßenblockaden der Bauern hat seltsamerweise gerade niemand ein Problem. Einfach, weil die sich für ihre Interessen einsetzen. Und nicht irgendwelche Autofahrer, die damit nichts zu tun haben, belästigen, um für ein irgendwie abstraktes Ziel in 100 Jahren irgendwas zu erreichen. Meistens haben diese Aktivisten der letzten Generation ja nicht mal konkrete Forderungen an irgendwen, sondern immer nur, die Bundesregierung soll jetzt das und das machen oder die Stadt soll den Klimanotstand ausrufen, was real keine Folgen hat. Also ja, die Bauern sagen halt ganz klar jetzt gerade, wir wollen, dass die die Besteuerung auf Agrardiesel nicht kommt, deswegen demonstrieren wir. Und die haben die Unterstützung von einem Großteil der Bevölkerung. Nehme ich mal an, ich habe jetzt noch keine Umfrage gesehen, aber nehme ich mal ganz stark an. Imperated gerade rein sein. Seid gegrüßt. Gott, wir wollten. Wir wollten auch nicht mehr lange machen. Die kommen alle wegen mir. Vielen Dank, Imp. Wir beide reagieren gerade auf Dara. Ich bin hier mit Marco vom Brotfunk-Podcast. Wenn ihr den Brotfunk-Podcast nicht kennt, das ist ein Twitch-Kanal. Den kann wahrscheinlich gleich nochmal einer in Twitch-Chat packen. Und die haben auch einen Spotify- und YouTube-Kanal. Schickt mal die Links am besten in den Chat. Ja, genau. Los, ihr Mods. Tut was für euer Geld. Macht euch nützlich. Hier kriegt keiner Geld. Güte. Wie gesagt, seid gegrüßt. Wir reagieren gerade auf Dara. Wir machen jetzt noch 10, 15 Minuten so weiter, würde ich sagen. Und dann verabschieden wir uns auch.